Lieben, hier sind wieder Renate und der Herr des Hauses. Hi. Ich weiß nicht, wo Kater Sammy sich rumtreibt. Der hat nicht mitgekriegt, dass wir filmen. Tja, selber schuld. Wir haben bekommen die Goodiebox. Horcht? Nein, es ist keine Elefantenherde, die die Treppe runterkommt. Das ist Kater Sammy. Hallo Kleiner, hast du mich mitgekriegt? Ja, da komm. Da komm. Also wir haben bekommen die Goodiebox und die Goodiebox Crush. Packen wir mal beide aus. Ja, komm mal hier, Schatz. Mäuschen, da komm. Ja, da ist der Kater Sammy. Ne? Da ist mein Kater Sammy. Unser Rampenkater. Hey, du magst doch immer gern dabei sein, ne? So, Herr Olli ist richtig toll. Der hat immer diese wunderbare Schubladenbox. Oh, Sammylein. Ja, genießt die Sonne, ne? Heute scheint die Sonne so schön. Ne? Also, Schubladenbox. Und diesmal ist alles perfekt in diesem tollen, kräftigen Fliederton. Gefällt mir sehr gut. Wenn ich die also ummantele, brauche ich eigentlich nur, wenn ich das Goodiebox verstecken will, hier oben ein passendes Designpapier draufkleben, vielleicht mit lila Blumen oder grün-lila Blumen. Wunderbar. So, was haben wir hier? The Spring Fling Box. Also der Frühling wird eingeläutet. Es ist offiziell, der Frühling ist da. Ist er? Die Sonne scheint. Ganz hell, ne Sammy? Sammy? Sonne? So, alles beginnt langsam zu blühen. Die Sonne küsst unsere Wangen mit etwas mehr Wärme und wir fangen an, mehr nach draußen zu gehen. Es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um sich ein bisschen zurechtzumachen und einen kleinen Frühlingsflirt zu starten. Darf ich mit dir flirten? Mit wem? Mit dir, weltbester Ehemann. Wenn du möchtest, obwohl ich bin sehr alt. Nun kokettiere nicht immer damit. Warum also nicht etwas an dieser sprudelnden Energie nutzen, um dich selbst zu verführen? Oh, siehst du? Ich mich selbst. Schließlich ist ein Flirt eine kurze Zeit, die man mit angenehmen und aufregenden Dingen verbringt. Klingt für uns nach einer wunderbaren Me-Time. Also tauche ein in diese magische lila Box voller Goodies, packe sie in aller Ruhe aus, zünde vielleicht eine Kerze an, mach dir eine Tasse Kräutertee und mach es dir gemütlich, bevor du loslegst. Du weißt, was du magst, also nutze es, um mit der einzigartigsten Person zu flirten, die du im Spiegel siehst. Mit dir. Also ich sehe dich, also mit dir. Mein Schatz. Naja, und da die jetzt auch noch wollen, dass du einen Kamillentee? Kräutertee trinkst, nehme ich ja mal an, da ist einer drin. Möglich ist alles, ne? Ich weiß es nicht. Mehr steht jetzt nicht hier. Außer, dass da ein QR-Code ist, mit dem man dann wahrscheinlich ja, das digitale Leaflet sehen kann. Aber das kann man auch auf der Homepage von Goodiebox. Schauen wir mal rein. Sogar das Klebi ist in die Lila. Kräftigen Lila. Guess what? You'll be naked in a minute. Also ein toller Spruch, ne? Rate mal, du wirst in einer Minute nackig sein. Also die meinen wahrscheinlich mich. Also, das ist Original Coffee Scrub. Exfoliator for smooth glowing skin. Also ist mal wieder, diesmal von einer anderen Firma, ein Kaffee-Peeling. Ja, ich weiß, das werde ich verlosen. Egal, was es kostet, denn ich habe die Sauerei immer in der Dusche gehabt, ich möchte das nicht nochmal haben. Das war von einer anderen Firma, aber egal, ich möchte es nicht. Und ganz ehrlich, wer ein Coffee-Peeling haben möchte, kann sich das ganz leicht selber machen. Kaffeesatz, ein bisschen gutes Öl dazu, vielleicht noch ein kleines Tröpfchen. Genau, also anstatt wir dann demnächst unseren Kaffeesatz von dem ganzen Kaffee, den du trinkst, in die Blumen tun, benutzt du den da? Ja, wir geben unseren Kaffeesatz, also den der Herr des Hauses trinkt, immer zu den Pflanzen draußen. Die mögen das nämlich sehr. Ja, get naked in the shower, babe. Mach dich nackig in der Dusche. Ja, und dann das Peeling. Wie gesagt, das wird verlost, mit Sicherheit. Und da ist ein kleiner Po stilisiert. Jetzt stelle ich mir gerade vor,
wenn das Kaffeezeug ist. Nein. Bilder aus dem Kopf. Bilder aus dem Kopf. Okay, das nächste. Oh, das ist was Tolles. Das ist von Matt Maske. Matt Maske ist eine ganz tolle und teure, aber tolle Marke. Die haben wirklich wunderbare, sehr pflegende Sachen. Und das ist ein Vitamin A Booster. Eine blaue Tonmaske. Blue Clay Mask. Reinigt die Poren, macht die Haut weich und fest. Weich und fest. Und macht sie noch fester und bringt sie zum Leuchten. Das ist doch wunderbar. Von Matt Maske. Also, toll, freue ich mich sehr. So, ich habe es neulich schon mal angesprochen. Sobald ich irgendwie schwitze, rutscht meine Brille blöderweise. Aber wenn ich die fester machen lasse, dann tut sie mir hinter den Ohren weh. Deshalb, normalerweise rutscht die nicht. Nur wenn mir ein bisschen warm wird, dann... Das sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, wenn ich die alle paar Minuten hochschiebe, aber... Sonst habe ich sie gleich da hängen und dann sehen wir nichts mehr, ne? Also ich. So, dann haben wir Orange Shower Gel, ein Orangen-Duschgel. Liebe ich. Ich liebe Orangenduft in der Dusche. Ich muss riechen. Das ist nichts für dich, Schatz. Ja, du kannst gern gucken, aber du magst es nicht. Ich rieche nichts. Vorsichtig drücken. Oh ja, richtig orangisch. Orange nicht. Ich klicke das mal hier an. Sehr schön. Dann kann ich das ja jetzt hier herstellen. Wenn Katerchen Sammy nicht mehr da liegt. Hm? So. Jetzt hast du viel Platz, mein Großer. Ach, ich lasse das hier. Und dann haben wir von Herr Couture Antonio Axu. Anno 1997. Sea Salt Spray. Also Meerwasserspray, das bringt Textur in die Haare, ne? Ich möchte das nicht in den Haaren. Also ich habe heute ein Haarspray da reingetan, da steht drauf, dass es nicht beschwerend sei für die Haare. So, ich habe gerade schon gesagt, ich werde da nicht mehr durchkämmen bis zur nächsten Wäsche, obwohl ich die vorhin erst gewaschen habe. Die sind in einem Stück jetzt, die Haare. Und hart und möchte ich gleich wieder unter die Dusche gehen. Egal. Ein nicht beschwerendes Haarspray ist furchtbar. Und ich fürchte hier mit diesem Meerwasser Haarspray, ist ja kein Haarspray, ist ein Spray. Das macht eine beachige Textur für die wunderbaren Wellen im Haar. Ja, das weiß ich auch schon. Und den trinkt gerade, hört ihr? Der Sonnenschein macht durstig. Ne? Ja, das wird auch verlost. Wir können es auch gleich verlosen. Was sagst du? Wer der Herr des Hauses? Dann hätten wir jetzt schon zwei Teile, die wir verlosen. Und es sind gute, teure Teile, ich weiß es. Oh, aber das ist auch eine tolle Marke. Das ist oft in der Goodiebox und ich liebe eigentlich alles tolle Marke. Ja. Das ist Walnuss, Kupfer, Glycerin, Tocopherol kenne ich nicht. Also blau vulkanischer Stein macht, also es ist ein Cleansing-Gel, ein Reinigungsgel. Störe ich dich irgendwie, Kater? Der ist süß, ne? Also ein blaues Reinigungsgel. Ich bin sehr gespannt. Das wird nicht verlost, das ist mein neuer Schatz. Und das ist mein neuer Schatz und das ist mein neuer Schatz. Aber die beiden Teile hier, die verlose ich auf jeden Fall mit dieser Box hier. Ich muss mal gerade dran riechen. Ne? Ist ja ein Reinigungs... Es ist zu geplombt. Wir können nicht dran riechen. Aber ich weiß, dass Avon immer klasse ist. So, ich glaube, das war alles, was hier drin ist. Nee, da ist noch was. Hier von Matt Maske eine Geschenkkarte. 40 Euro Discount auf die erste Bestellung. Wow. 30 Tage nach Erhalt dieser Karte. Wer wollen die wissen, ob ich das jetzt heute bekommen habe oder vorgestern oder übermorgen? Vielleicht sagen sie. Und man muss mindestens 75 Euro ausgeben,
um 40 Euro runterzukriegen, dann hat man ja immer noch 35 Euro ausgegeben. Ja, aber dann hast du über 50% gespart. Ja, auf etwas, was ich sonst UVP. Gar nicht gekauft hätte. Ne? Bitte? Auf etwas, was ich sonst gar nicht gekauft hätte. Ja, du kannst ja nur das kaufen, was du gerne, was du ja, auch kaufen wolltest. Ja, und von Mad Maske hatte ich noch nichts Schlechtes. Ja, das kannst du ja noch überlegen. Ich das steht dir ja noch frei. Ja, ich kann mir das mal überlegen. So, jetzt ist die Box aber leer. Dann gucken wir jetzt in die kleine Crush-Box an. Die kleine Schwester, die kommt alle 2 Monate. Aber dann müssen wir sowieso erstmal gucken, ob wir überhaupt noch 35 Euro haben. Ja, ja, das ist eigentlich, bist du ja auf Wasser und Brot, ne? Warum war das noch? Irgendwas war teuer, ne? Wieso Wasser und Brot? Gibt schon gar kein Brot mehr, gibt nur noch Wasser. Kein Wasser, ne? Ja. Es ist wirklich erschreckend. Wer weiß, was noch kommt, ne? Aber wir haben ja gesagt, wir wissen, dass alles, dass Furchtbares abgeht in der Welt und dass alles furchtbar teuer wird. Aber wir wollen trotzdem eine kleine Oase sein mit Fröhlichkeit und Freude und Liebe und so. Ne? Ihr Lieben. Wir werden es versuchen. Und die hat, da, das passt jetzt genau. Die kleine Goodie Box Crush hat lauter kleine gelbe Smileys drauf. Ja. Das ist doch eine ganz, ganz fröhliche, süße Nachricht. Ja, finde ich sehr. Die bleibt so. Die wird nicht bebastelt. Höchstens hier oben drauf. Aber hier, das bleibt. Das ist ja wohl Zucker. Ich habe auch Papier mit Smileys. Wenn ich jetzt also hier drumherum noch, vielleicht. Ach, siehst du? Wobei, die Seiten würde ich lassen, die sind noch gut. Ja, ja, ich weiß. So, und die Box heißt I am Spring. Ich bin Frühling. Wie heißt das schön? Hasch mich, ich bin der Frühling. Hasch mich, ich bin der Frühling. Ja. Die I am Spring Box. Der Frühling ist die Jahreszeit der Blüte und Wiedergeburt. Also gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um dir unsere Crushbox vor. Crushbox vorzustellen. Mal schnell. Langsam. Langsam. Aber dann schlafe ich ein bei Nein, tue ich nicht. Die Farben des Frühlings haben uns bei der Auswahl der Produkte in dieser Box inspiriert, damit du dich auf die neue Jahreszeit einstimmen und mit ihr aufblühen kannst. Es ist deine Zeit zu wachsen und dich von einer neuen, blühenden Seite zu zeigen. Ich werde also demnächst in Blumen erscheinen. Gut. Oh, ich habe mir doch mal diesen Haarreif gemacht mit den Blumen drauf. Ich könnte mir ja noch einen machen, ne? Ich weiß, du findest das total idiotisch. Du könntest es doch sein lassen. Aber ich liebe den. Und der passt genau zu der einen Bluse, du weißt es. Und da ist auch ein Smiley drauf auf dem Klebi. Ist das nicht süß? Und da steht drauf, Goodie Box Crush. Überraschung. Oh, mein kleiner Sammy. Hm, schön hier. Hauptsache Mittelpunkt, ne? Wow. Wow. Ja, das ist doch mal ein Grün. Das ist eine tolle Farbe. Ja. Von Misauda Milano. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Misauda? Ich weiß nicht. Misauda steht da. Das ist eine tolle Farbe. Aber ich würde die ja eher im Herbst sehen, ne? So. Warum? Weil ich das eher im Herbst sehe. Nein, so grün ist die Frühling. Ja, aber es ist so ein schönes Tannengrün. Ne, Männlein? Guck mal. Ja, guck mal. Hm? Ist das grün Frühling? Weißt du auch nicht. Klar, ne? Dann stehen die ganzen Bäume in Saft und Kraft. Ist das schön, hm, Sammy? Oh, mein süßer Schatz. Hm? Mein süßer Schatz. Also, da brauchst du gar nicht gucken, da passt du nicht rein. Dann haben wir von Elikia Beauty mit einer Blüte drauf, ganz süß, Mascara Coloré. Es ist also eine Mascara in der Farbe. Welche Farbe hätten wir denn? Grün? Es ist also vegan. Ich muss da jetzt reingucken. Normal mache ich ja Mascaras nicht auf, bevor ich sie dann wirklich verwenden will, aber... Richtig grün, guck. Mhm. Jetzt hast du den Kater ganz verschreckt gemacht. Das macht nichts. Das macht nichts. Ist das eine tolle Farbe?
Ja, passend zum Nagellack. Mhm. Ja. Das gefällt mir. Ich habe schon ewig keine bunte Mascara mehr gehabt. Ich glaube, die letzten Jahre war das auch überhaupt gar nicht in irgendwie, ne? Doch, grün würde ich über das Schwarz aber machen. Denn sonst, glaube ich, sehe ich krank aus. Aber ich finde sie auch schön. Aber du siehst das irgendwie falsch. Innen ist immer das, was ich gerade trage. Was du trägst? Ja, zum Beispiel. Oder was du trägst, das ist doch jetzt für dich in. Graues T-Shirt, dunkelblaue Hose. Genau. Und was andere sagen, ist doch sowieso egal. Das ist egal, ja. Aber es gab dann auch, du weißt, unsere Freundin mit B liebte es immer, grüne Mascara zu tragen, genau. Vor 20 Jahren. Und dann hat sie ewig gesucht, da gab es die nämlich nicht mehr, hat sie ewig gesucht und hat sich dann damit abgefunden und ist auf schwarze gegangen. Ja, und die jetzt, kriegt ihr nicht, das ist jetzt meine. Und jetzt gehst du in grün. Vielleicht teilen wir mal. Und dann haben wir Tromborg Eyeshadow. Auch in grün. Ich weiß nicht. Angel Light heißt die, Engelslicht. Nee, in Flieder. Passend zu der Box. Wie heißt die Farbe? Angel Light. Ja, da haben sie falsch eingepackt. Ja, ein Monolidschatten. Der ist glitzerig. Normal heißt das ja nicht glitzerig, sondern metallisch oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall nicht matt. Fällt mir jetzt nicht ein, was man da so sagt. Den könnten wir gut auch verlosen. Ich möchte keinen Monolidschatten. Außer den von MAC. Heute habe ich den von MAC, den Monolidschatten von MAC drauf. Also das Dunkle da. Das Helle ist was anderes. Hm? Was sagst du? Wozu? Das. Oder musst du doch wissen. Das und das und das. Wie gesagt. Das ist aber ein Wow. Ich benutze nichts davon. Heimlich. Heimlich vielleicht doch. So, und dann haben wir Braungel. Du musst nicht alles verraten. Also auffüllen und zähmen. Also zähmen muss man meine Augenbrauen nicht. Also ich habe gute Augenbrauen, aber die sieht man irgendwie nicht. Die sind sehr hell, komischerweise. Dabei bin ich eigentlich auch süß. Das ist wirklich alles frühlingsfrisch. Ne? Dabei bin ich so dunkelbraun eigentlich. Dunkelhaarig. Und den geht wieder trinken. Aber ich muss jetzt mal reingucken, wie das denn aussieht. Das wird ja wohl nicht grün sein. Nee. Rotbraun, irgendwie braun. Passt zu mir, meine ich. Passt zu mir. Ja, fein. Steht denn da drauf, wie der heißt? Nö. Einfach gefärbtes Braungel. Brünett heißt die Farbe. Brünett. Ja, schön. Brauche ich, kann ich brauchen. Okay, ihr Lieben, das ist tatsächlich das Ende der Boxen. Also, ich müsste tatsächlich das auch in eine Goodie-Box reintun, oder? Bitte? Bitte? Ja, ich habe mir überlegt, dass ich das dann in eine Goodie-Box reintue. Also das und das, den behalte ich ja, aber die drei Teile... Die verlose ich ja jetzt. Ne? Vielleicht tun wir sogar noch was dazu, weiß ich noch nicht. Aber das ist schon ein wertvoller Gewinn, ich weiß es. Also die drei Teile, die verlose ich jetzt also mit dieser Box ganz spontan. Ich darf auch mal sagen, sollen wir heute was verlosen? Machst du doch immer. Nee, das machst du, sonst werden wir zur Action fahren. Und auch so, wenn es dran geht, wir filmen, dann sagst du ganz oft, komm, wir machen auch eine Verlosung mit. Ja, und danach muss ich dann weinen. Und lachen, ne? Wo habe ich denn jetzt die vier? Achso, hier innen hat die Box auch die ganzen Smileys. Lass mal gucken. Nee, das passt da nicht rein. Also die wird es schon mal nicht. Nein, wäre ja auch blöd. Die ist ja viel zu schön.
Wir geben die wirklich schönen Sachen natürlich nicht ab, nur die hässlichen. Nein, aber das Problem ist ja, wenn wir die ja verpacken, dann kann man die nachher sowieso... Eben, dann nehmen wir lieber Karton. Wir nehmen eine... Die lila, da lasse ich hier, weil ich da schon mein lila Papier verab. Aber eine normale graue Goodiebox werde ich das reinpacken. Das und das und das und... Noch eine Überraschung. Und noch eine Überraschung, was Schönes. Auf jeden Fall was Schönes. Aber ja, wir sagen jetzt nicht was, sondern einfach eine Überraschung. Und noch eine hübsche Überraschung. Was Schönes. Genau. Was Schönes. Genau. Dann ist einfach die Vorfreude. Und das kommt dann eben noch hier rein und dann ist die Box selber auch... Genau, dann kann man die auch wieder verwenden. So ist es. Jawohl. Ja, ihr Lieben. Die Verlosung ist natürlich wie immer... Und die Ärmel, die rutschen immer hoch. Blöd. Die ist natürlich wie immer ein Dankeschön für unsere lieben Abonnenten. Auch für die vielleicht nicht lieben, aber ich glaube, wir haben nur liebe Abonnenten. Ne? Ja, bis auf... Wen? Weiß ich ja nicht. Ja, irgendjemand kann uns nicht leiden, aber ich finde das sehr, sehr lustig. Irgendjemand gibt bei jedem Video einen Daumen runter. Das könnt ihr ja gar nicht mehr sehen, das kann nur der Einsteller selber sehen, also ich, beziehungsweise mein weltbester Ehemann. Der Gag ist ja, für YouTube ist das vollkommen Banane, ob das jetzt Daumen hoch oder runter ist, das zählt eins mehr. Jede Daumen hoch oder runter zählt eins mehr und macht mich besser. Deshalb Dankeschön für den Daumen runter. Nein, also wie gesagt, das ist. Ich frage mich nur, wer kann mich gar nicht leiden, kommt aber jedes Mal wieder her, um meine Videos zu gucken. Und na, wahrscheinlich guckt derjenige gar nicht. Aber dann mag ich nicht zu drücken. Ich muss demjenigen wirklich irgendwas Böses getan haben. Das ist selten, ne? Dass ich irgendjemandem was Böses tue, oder? Naja, auf der anderen Seite. Ja, es belastet mich. Ich kann kaum schlafen, deswegen. Gut, dafür schlafe ich dann umso besser. Dann irgendjemand mag mich nicht. Ja. Irgendjemand mag mich nicht. Ich hatte eben noch das von Justin Bieber, das Radio gehört im Bad. My mama, ne? Don't like you, but she likes everyone. Also meine Mutter mag dich nicht und dabei mag sie jeden. Wahrscheinlich singt derjenige das auch für mich. Egal, ach ihr Lieben. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Das Leben ist wirklich gerade momentan ernst genug. Ja, wie gesagt. Kleine Verlosung und da kommt noch was wirklich Schönes, das wissen wir jetzt selber noch nicht was, aber was wirklich Schönes dazu. Aber wir werden uns was Gutes überlegen. Ja, wir werden uns gleich darüber streiten. Sollen wir das? Nein, das. Nein, das. Nein, wir streiten uns doch nicht. Nee, streiten tun wir uns wirklich fast nie. Wir diskutieren heftig, ganz oft. Naja, aber wir wissen ja, wer am Ende recht hat. Immer der hinter der Kamera sitzt. Das glaubt ihr sofort, ne? Was sage ich immer so schön? Wer mich mit Worten besiegen will, der muss wirklich früh aufstehen. Ja, dafür habe ich dich aber doch geheiratet. Jeder Dumme braucht auch was Intelligentes an seiner Seite. Ja, deshalb habe ich dich geheiratet, mein Schatz. Jetzt lacht er sich kaputt. Wir sind jetzt im Oktober 20 Jahre verheiratet. Wer hätte das gedacht, ne? Naja, wir hatten das schon gedacht, denn er hat gesagt, bei der Hochzeit hatten wir versprochen, dass wir auch die goldene Hochzeit miteinander erleben. Und er hatte gedacht, das wären 25 Jahre. Aber jetzt wisst ihr, wie lange wir vorhaben zu leben? Noch 30 Jahre Minimum. Ja, aber sicher. Ach ja, das hier ist auch eine der Ketten von meiner Schwester. Ich dachte, ich habe was Schwarz-Weißes an und habe rote Lippen und deshalb, ja. Habe ich in Memoriam Irmtraut eine von deinen Ketten an. Okay, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, kleine Verlosung, naja, es ist gar nicht so klein, auch wenn es so wenig aussieht. Das ist schon, wir schreiben beim Video, wie immer, die Preise noch rein, die weiß ich ja jetzt noch nicht. Und dann seht ihr ja, das ist wirklich eine gute Verlosung. Hier bin ich froh, dass es weg ist und hier, ja, es ist, ich bin nicht mehr für Monos so. Obwohl es wirklich schöne Farbe ist.
Ja, und das ist eben Meerwasserspray für die Haare. Das ist auch nicht meins. Aber ich weiß, dass viele es mögen. Ja, ihr Lieben. Ups, bleibt ja hier. Bleibt hier. Psst. Psst. Niemand hört auf mich. Okay, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.